Hallo liebe Frauen, heute wollen wir in meinem Vlog das Thema behandeln, wie ich mich als Expertin in meiner Nische etabliere. Zuerst einmal ist es wichtig, liebe Frauen, dass ihr euch von anderen Konkurrentinnen in eurer Nische abhebt und dass ihr natürlich dann auch einzigartig seid und euch aus der Masse herausstecht. Wie kann ich das tun? Am besten kannst du das natürlich tun, wenn du deine eigene Webseite hast bzw. deinen eigenen Blog, weil der Blog ist dein Aushängeschild und wird deine Visitenkarte sein für dein Online-Business. Dein Thema sollte klar erkennbar sein, es sollte strukturiert sein und jeder sollte sich gut auf deinen Blog zurechtfinden. Du solltest auf jeden Fall in deinem Blog Audios, Videos und Bilder einbinden, denn die lockern das natürlich alles sehr gut auf und du kannst in den Videos und den Audios kannst du dich selber präsentieren und dann bekommst du eine nähere Verbindung zu deinen Kundinnen. Das sind natürlich dann alles Mittel, um deine Seite auch lebendiger zu gestalten. Bevor du anfängst, solltest du dir ein Gerüst bauen. Das heißt, du solltest dir Themen aufschreiben, die du auf deiner Seite behandeln willst. Am besten, du stellst dich dir selber als Kundin vor und bist auf der Suche im Internet nach deinem bestimmten Thema. Was würdest du dann als Kundin erwarten, wenn du auf deine Seite kommst? Und genau so musst du die Seite anfangen aufzubauen. Wichtig ist, du brauchst Antworten auf deine Fragen und das musst du dir natürlich dann auch verinnerlichen, wenn die Kundin auf deine Seite kommt. Wenn du einen Blog beginnst, dann solltest du wenigstens 10 Texte vorbereiten. Die 10 Texte sollten nicht weniger als 800 Wörter haben, damit du dann sofort mit deinem Blog starten kannst. Du solltest dir auch schon ein paar Fotos und ein paar kleine Videos zurechtlegen. Wie du die Fotos findest, das habe ich dir ja auch schon in meinen anderen Tutorials gezeigt. Da kannst du ja nochmal nachschauen. Und ansonsten ein paar kleine Videos drehen über dich selbst, dich vorstellen. Das ist ganz wichtig. Das muss auf jeden Fall in deinen Blog mit rein. Erst dann kannst du deinen Blog starten. So, das soll es wieder gewesen sein für heute mit den wichtigen Informationen. Beim nächsten Mal geht es dann mit einem anderen wichtigen Thema weiter.